Hey meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich ganz herzlich, euch begrüßen zu dürfen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks live. Ja, ich bin am Start und zwar mit der ISO 152, dem fahrenden Kanonenrohr, muss man ja schon fast sagen. Also, da geht schon einiges. Karte ist Pilzen, so oft spiele ich die ja nicht, deswegen bin ich da immer noch ein bisschen unbedarft. Ich glaube, wenn ich es jetzt hochrechne, bin ich das fünfte Mal auf der Karte. Also von dem her, habt Nachsicht mit mir. Das Gute und Positive an dem Panzer ist, ihr braucht eigentlich nur, sag ich mal, drei Schüsse treffen, dann habt ihr eine gute Runde vom Schaden, oder eine vernünftige. Aber diese drei Schüsse erstmal zu treffen, ist zum einen nicht so einfach. Und zum anderen müsste der Gegner dann ja auch noch voll HP haben. Auch das ist jetzt nicht so easy. Also unterm Strich dann doch wieder schwerer, als es sich anhört. So, jetzt werde ich mal mich hier mal kurz da hinstellen und warten und hoffen, dass da, ich meine eigentlich da vorne einer kommt, weil das Rohr hat jetzt nicht unbedingt viel Möglichkeit, sich zu bewegen in dem Panzer drin. Wenn aber jetzt hier nicht schnell kommt, habe ich vor, ja, lass doch einfach aggressiv spielen. Tun wir doch gar nicht so rum, sondern legen los. Da in der Querstraße ist noch nichts. Das sehe ich auf der Minimap. Deswegen ignoriere ich das jetzt hier einfach mal wissentlich. Okay, da wäre dann doch schon mehr gewesen. So, T34 bekommt mal aber einen fetten Hit. Der schaut doch gar nicht auf mich. Das muss Ah, nur gekettet. Jetzt guckt er. Jetzt gucke ich aber nicht. Den Gefallen mache ich dir sicherlich nicht. Jetzt guckt er nicht mehr. Hihi. So. Wo ist jetzt der Ferdinand? So, weg mit dir. Oh oh. Mit dem nächsten bin ich weg. Nicht ganz, aber er. Jo. So, jetzt muss ich hoffen, dass hier der T34 nicht nachzieht. Und das tut er Gott sei Dank nicht. Also ihr seht, ich spiele ihn gerade extrem aggressiv. Oh nee. So, der ist weg. Wahnsinns anstrengendes Match gerade gefühlt. So, der Ferdinand hat gerade den Patton. Und jetzt will er hier dem Patton nach. Und fährt jetzt auf den auch drauf. Weg mit dem. Hier dem helfen. Und jetzt noch auf den T34 nachziehen. Aber der ist zerstört. Boah, 12 HP bitte nicht rammen. 4 Kills. Zwar in Anführungszeichen nur 2500 Schaden, aber es war so, wie ich es eigentlich liebe, wie ich selber gern anschaue, und zwar ein actionreiches TD-Gameplay. Deswegen bin ich zwischenzeitlich auch mal ein bisschen ruhiger geworden. Seht es mir nach. Aber es war eine schöne Arbeitsrunde.
Bisschen glücklich ab und zu, aber von dem her hat es mir echt selber viel Spaß gemacht. Adrenalin ging hoch und da weiß man, okay, die Runde war gut. So, ja, zweiter Klasse war es. In dem Fall mit 2500 Schaden Platz 1, in den XP auf Platz 2. Von 8 Schüssen habe ich 7 getroffen und 6 durchschlagen. Da habt ihr gesehen, einer mehr und das wäre schon fast eine 3000er Runde gewesen. Also, schnelle 4 Minuten 33, das ging zügig rum. Deswegen kann ich euch hier nochmal ganz kurz zeigen, wie ich den Spiel. Ich spiele ihn mit Lüfter, ich spiele ihn mit Richtantrieb und ich spiele ihn mit Ansetzer. Natürlich kann man den auch passiv als reinen TD-Sniper sehen und dann auch noch mit Tarnnetz und sonstigem. Ich mag das so lieber, weil es einfach solche Runden wie jetzt gerade etwas begünstigt. Ja, deswegen vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Elkaramba.